Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinen Kanal. Andrea bastelt mit Action, Teddy und Co. Und heute habe ich ein Action-Haul für euch. Und zwar habe ich ein bisschen gesammelt. Deswegen sind das jetzt drei verschiedene Einkäufe. Aber ich denke, das ist ja wurscht. Ne, wo fangen wir denn mal an? Wir fangen mal mit der Tüte, mit der ersten Tüte an. Pack das schon mal alles aus. Und dann kann ich euch das alles zeigen. So. Machen wir es einfach mal so. Ganz, oh, da ist ein kleines Teil drin. Was ist das noch? Aha, genau. Ja, und zwar fange ich jetzt gleich hiermit an. Das ist eine Peeling-Maske. Und die ist richtig gut. Und ich habe ja immer ToxFox, habe ich euch ja schon mal erzählt, dass ich immer darauf achte, dass die keine Schadstoffe haben, die Produkte, die ich benutze. Und das ist schadstofffrei und ich benutze das schon recht lange. Immer einmal die Woche mache ich damit ein Peeling und das geht richtig gut. So, dann habe ich mir neue Haargummis gekauft. Alles uninteressant. Und dann habe ich mir hier auch wieder zwei von mitgenommen. Und zwar sind das ja diese kleinen Abschminktücher. Und ich habe die auch immer ganz gerne. Ich mache Lotta damit immer gerne die Augen sauber. Ne? Und dann kommt sie wieder in die Waschmaschine. Das geht dann nämlich auch ganz gut. Und da habe ich gleich zwei Stück von mitgenommen. Dann habe ich mir noch mal so ein paar Ohrringe mitgenommen hier. Und ja, dann habe ich mir diese Holzperlen mitgenommen. Und zwar einmal in Blau und einmal in Rosa. Ich meine, die sind sogar neu. Und ich habe ja schon ganz viele Holzperlen von Action und ich will damit, ach, jetzt ist das nochmal so besser zu sehen, ich will damit Schnullerketten machen. Und ihr wisst ja auch, dass ich Ribbons habe und die auch sammle und die auch selber mache. Und dafür mache ich Schnullerketten. Dann habe ich hier, das hatte ich bei Hedwig Gedönsrad gesehen, schaut ruhig mal auf ihren Kanal. Die hat wirklich tolle Sachen auch, die sie da immer zeigt. Die macht ja überwiegend Holz. Und ja, sie macht richtig tolle Holz. Ich freue mich immer schon, mittwochs macht sie ja immer den Action-Rundgang. Und ja, wenn ihr den Kanal noch nicht kennt, Hedwig Gedönsrad, dann schaut da mal rein. Genau, und das hatte sie nämlich auch gezeigt. Und ich fand das ganz toll. Ich will das hier... Das ist eigentlich für einen Föhn, aber ich will das hier auf meiner Arbeitsfläche haben. Wenn ich zum Beispiel mit der Heißklebepistole arbeite, dass dann da das drauf lecken kann und nicht immer hier auf meinem schönen Basteltisch. Dann habe ich hier nochmal einmal so einen Paperblock mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob der noch neu, ob der neu ist, aber ich fand ihn eigentlich auch ganz hübsch. Ich fand das nämlich sehr hübsch. Ihr seht, das ist so richtig hologrammmäßig. Immer zwei Blatt und das ist auch richtig, richtig festes Papier. So, mal gucken, was ich damit anstelle. Aber ich fand, das hatte irgendwas. Und so auf irgendwelche Projekte passt das bestimmt richtig gut drauf. Also das ist so ein Papier und das ist eben praktisch so eine Hologrammschicht drauf gesetzt. Und dadurch gibt das eben halt dieses Funkeln. Das finde ich nämlich auch niedlich hier, dieses. Genau, das habe ich dann auch mitgenommen. Das können wir ja mal gucken, ob da irgendwas draufsteht, wie viel Gramm das hat. Also 20 Blätter auf alle Fälle schon mal. Aber ich sehe jetzt die Grammzahl nicht. Aber die sind schon, das ist schon sehr, sehr stabil. So, dann habe ich mitgenommen, hier sieht das aus wie bei Hamlets unterm Sofa auf meinem Tisch hier. Aber ich denke, das macht ja nichts. Ich habe hier mal so einen Stickerblock mitgenommen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der ja neu. Ich blätter da einmal so durch. Ich finde, dass da sehr schöne Sticker drin sind. Ich mache ja jetzt auch so eine, so ein Mini-Bullet Journal, wo ich da einfach so ein, ich habe da so drei Sachen drin, die ich immer machen will. Und da habe ich mir dann ein bisschen was gestempelt. Und da will ich dann die Aufkleber noch mit draufkleben. Also es ist mehr ein Notizbuch, als das ein Bullet Journal ist. Aber ja, ich dachte ein paar Aufkleber drauf. Schadet ja auch nichts.
Ne, und die fand ich eigentlich ganz hübsch. Deswegen habe ich die hier so mitgenommen. Und da seht ihr, da sind auch ganz viele drin. Ne? Ich denke mal, dass man einige dafür auch richtig gut für Party, zum Beispiel Birthday Party, dass man die auch für Karten benutzen kann. Das fand ich jetzt so richtig hübsch. So in Gold. Hier auch nochmal. Dann hier nochmal Buchstaben. Also ich finde, das sind wirklich richtig, richtig viele Aufkleber. Nochmal Buchstaben. Aber die haben auch so eine Folie drauf. Also ich weiß nicht, ob man da überhaupt drauf schreiben kann. Ich muss gucken, mal mit einem Kugelschreiber. So, schreibt er mal. Guten Tag. Ja, genau, der kann hier hin. Dankeschön, mein Schatz. So, Dienstag. Doch, also mit einem Kuli kann man drauf schreiben. Das geht. Genau, das ist ja wichtig. So, das war dieser Stickerblock. Dann habe ich mir, da gibt es ja mehrere von. Und ich fand jetzt, mal sehen, ob hier hinten nochmal abgebildet sind, ob das noch andere, welche das noch gibt hier. 3D-Puzzle. Und ich fand diesen Globus eigentlich ganz toll. Wir machen das mal auf und gucken uns das mal an. Dann kommt das zu den ganzen anderen Sachen, die ich auch nochmal machen will. Ach ja. Ja, aber es wird auch wieder ruhigere Zeiten geben. Bei uns ist einfach im Moment gerade viel los. So. So, dann soll das dann nochmal rausgehen. Dass wir uns nochmal ein bisschen angucken können. Hier ist noch irgendwie ein Plastikstück drin. Wie Wachs. Okay. So. Ja, gespannt, ob das da auch zugehört. Ja, so sieht das denn aus. Ich werde da einmal rübergehen. So, dann ist da zum Abschmirgeln dabei. Das ist sehr dünn. So. Das ist sehr dünn. Oh, das riecht gut nach Holz. Dann ist hier, das ist für oben. Ne, da oben kommen ja dann die Landkarten hin oder die Länder hin. Das wird dann oben gemacht. Da sind noch mehr. Die müssen wir dann gucken, wie das reingesetzt wird. Und hier ist dann die Beschreibung. Einmal habe ich ja schon mal mit euch zusammengebaut und ich finde, das geht eigentlich ganz gut. Was natürlich jetzt hier wichtig ist, immer wenn ihr sowas bauen wollt, ihr braucht da wirklich ein bisschen Geduld für. Und auch gerade wenn man sowas hier hat, ne, dass man mit dem rausbrechen, aber es geht eigentlich ganz gut. Hätte ich jetzt gerade nicht gedacht. Mal gucken, ups. Ja, geht auch gut. Ist gut gelasert, lässt sich gut rausnehmen. Das ist immer wichtig bei solchen Teilen. Und hier, mal sehen die Sterne. Ja, da muss man dann, wenn so ein Teil nicht rausgeht, da muss man dann mit so einem kleinen Messer hier, sowas, was ich hier habe, mit so einem kleinen Kutter, ganz vorsichtig dann gucken, dass man das rauskriegt. Ja, das sind doch, hier fällt das schon von alleine raus, das sind doch so etliche Teile, finde ich. Aber
Ich finde das eigentlich ganz toll. Wir haben ja schon den Heißluftballon zusammengebaut. Das hat Joe gemacht. Mal gucken. Ja, also ich würde ihn ganz gerne zusammenbauen. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht auch mal drüben mache am Abend. Ich bin ja schon wieder auf Diät. Ich hatte ja so schön abgenommen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wann denn aufhört damit, hat man ratzifatzi die Kilos wieder drauf. So, wozu das jetzt ist hier, das ist irgendwie wie Wachs ist das, aber ich packe das vorsichtshalber nochmal rein. Vielleicht ist das, damit das da sicher in der Verpackung ist, das werden wir dann nochmal sehen. Genau, aber ich habe nur eins davon mitgenommen, weil das hat mir jetzt am besten gefallen. Dann habe ich hier nochmal so einen Stickerblock mitgenommen. Da gehen wir mal ein bisschen schneller durch, das habt ihr bestimmt schon gesehen. Alphabet und auch alles Mögliche an Sticker, die ich auch in meinem Art, also wie so ein Art Junk Journal und Bullet Journal, das ist eben halt so ein Zwischending, was ich mir da zurecht gemacht habe. Genau. Und die kann ich da auch mit einbauen. Finde ich eigentlich ganz niedlich. Auch das finde ich jetzt hier toll, dass hier zum Beispiel dann auch die Wochen sind. Ne, da kann man ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen kann man dann schon mal am Stück da eintragen. So, und dann habe ich noch auch diesen mitgenommen. Den fand ich auch ganz schick. Es gab, glaube ich, noch zwei mehr. Auf alle Fälle ein mehr, aber die haben mir nicht gefallen. Und die habe ich hier mitgenommen, die mir gefallen haben. Ja, finde ich ganz niedlich. Auch schön fröhliche Farben. Nicht so quietschig, ein bisschen gedeckt. Thank you, have a nice day. Okay, das kann man jetzt wieder richtig schön auch für Karten benutzen. Also, da sind schon auch Sachen drin, die man auf eine Karte setzen kann. Ja. Ich fand die Farben schön und habe gedacht, das ist was, um das bei mir zu füllen. So, das war jetzt Tütchen Nummer 1. So, dann mal gucken. Dann gehen wir jetzt weiter. Ich mache mal das, was wir heute gekauft haben. Und zwar habe ich mir zwei von diesen Kerzen gekauft. Ist da noch irgendwas drin? Ach so, und das ist nur so ein Aufkleber, aber den kann man irgendwie aufmachen. So. Mal gucken. Wo feil ist, soll das ja auch aufgehen, oder? Ach hier. So. Gebrauchsanweisung von der Kerze oder was ist das? Okay. Ja. Achtungsschild und aufpassen und ja, also nichts Weltbewegung. Stellen Sie das Produkt nicht auf Flächen, die poliert, lackiert mit, oh, das kann ja kein Mensch lesen, mit Leder bezogen oder mit Kunststoff beschichtet sind. Die Kerze löschen, wenn der zu viel Rauch oder die Flamme zu hoch ist. Ach, wenn die zu viel Rauch oder die Flamme zu hoch ist. Okay, also nochmal ein Sicherheitshinweis für eine Kerze. Gut, okay. Ja, genau, aber die beiden habe ich mitgenommen, die fand ich hübsch. Da will ich nämlich was machen mit euch zusammen. Ja. So, dann habe ich mir von diesen Kerzen jeweils eine Packung, das noch in Grün gibt es hier auch noch, mitgenommen. Und zwar habe ich mir so Hölzer bestellt und nochmal kleine Gießform. Und die Hölzer will ich dann zusammensetzen, dann will ich da Gießelemente ranmachen und das beplottern. Das mache ich mit euch zusammen. Es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Und habe ich mir bei Temu alles bestellt und dann schauen wir mal.
Dann habe ich mir diesen Trichter mitgenommen. Ich fand ihn eigentlich ziemlich wabbelig hier. Aber ich habe noch einige Bausätze, die ich noch fertig machen will. Und ich fülle sie ja dann auch immer mit Rehbaummaterial. Und da brauche ich immer so einen Trichter. Ich habe mir bis jetzt immer aus Papier einen Trichter gemacht. Aber das geht natürlich mit sowas viel besser. Ne? Und dann kann ich da das Rehbaum-Füllmaterial reinmachen und dann in die Arme und Beine und Kopf damit füllen. Deswegen habe ich den mitgenommen. Ich meinte, er war auch im Wochenangebot. Ja, das sind dann die anderen. Und da will ich auch gucken, dass ich, da muss ich mit Joe nochmal sprechen. Ne, mein Schatz? Und zwar, ich habe Kerzen mitgenommen. Ja. Und für Kerzen beplöttern brauchen wir irgendwie so eine Schiebefolie. Da müssen wir nochmal gucken. Das war spezielleres, ja. Ja, dass wir die kriegen. Ja. Und dann will ich die nämlich auch beplöttern und dann auf dem Holz dann noch einen Spruch drauf. Also, da habe ich so einige Ideen. So, und dann habe ich hier so einen 6er-Pack Gläser mitgenommen und damit will ich nämlich mit euch arbeiten. Das sind so ganz günstige Gläser. Wir können mal gucken, was die 6 gekostet haben. So, mal gucken. Ach ne, das war vom letzten Mal. Den Bon habe ich jetzt gerade nicht da, aber die war nicht teuer, die 6 Stück. Und damit mache ich gleich was mit euch. Dann habe ich das hier mitgenommen fürs Badezimmer. Das fand ich ganz cool, weil wir im Badezimmer eine Steckdose haben. Und da haben wir Alexa dran. So, das heißt, ich muss das nochmal alles rausziehen. Also wir haben eine, wo man 2 Stecker ranmachen kann. Da haben wir die Zahnbürsten dran und dann Alexa dran. Und dann müssen wir es immer wechseln. Das ist total nervig. Und da habe ich gesagt, das ist doch cool, dass sie auch so eine Steckdose haben. Die kommt dann da ran und dann können wir das alles da anschließen und brauchen das nicht immer rausziehen. So. Dann habe ich diese Tüte mitgenommen. Da sind diese richtig tollen Muscheln drin. Ne? Natürlich sind auch einiges schon. Die sind natürlich, das sind echte Muscheln. Muss man natürlich aufpassen, aber die meisten sind heil. Und auch die will ich auf diese Börter rauf machen oder diese aus Holz, aus diesen Holzdingern. Die Deko, die ich da machen will. Und dann auch so ein bisschen im Maritim will ich das dann machen. So, mal einen Schluck Kaffee zwischendurch. Dann hatten sie in der Osterabteilung, ich glaube, ich habe noch mehr, in der Osterabteilung hatten sie diese schönen Bänder. Und ich habe mir eine tolle Stickdatei. Ich habe ja auch eine Nähmaschine, eine ganz tolle. Und ich habe auch eine ganz tolle Stickmaschine. Und da will ich diese Bänder, ich will da Osterdeko mitmachen mit meiner Stickmaschine. Ganz tolle Ostereier kann ich euch gerne mal zeigen, wenn die fertig sind. Und da passen die Bänder nämlich toll zu. Ich habe nämlich gestern auch noch Stoff geholt, so schön in Rot und mit weißen Pünktchen und blau-weiße Pünktchen. Und da habe ich mich gefreut, dass das hier so schöne Bänder bei dem gab. Und die haben, mal gucken. So, da. Ich suche gerade, ob da irgendwo drauf steht Dekorbänder. Okay. Made in China. Aber ich sehe hier nirgends, wo, wie lang die sein sollen. Ich knick mir das mal so ein bisschen hoch. Na, ich schätze mal 2 Meter. Würde ich jetzt mal schätzen. Steht nicht drauf. Auch hier nicht. Ja, also irgendwo 2 oder 2,5 Meter oder 3 Meter, irgendwie so um den Dreh rum. Übrigens habe ich mal eine Frage. Uns schwirrt ja so im Kopf rum, ob wir tatsächlich noch einen dritten Kanal machen. Also 2 haben wir ja, Anis Bastel Oase und in dieser Kanal hier. Auf Anis Bastel Oase macht Julia die Plotter und die mega tollen Alben. Wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, schaut da mal rein. Das, was Jo macht, ist der
absoluter Hammer. Genau, also wenn ihr Agnus Bastoloase noch nicht kennt, ich werde euch das mal hier in diesem Video verlinken, unseren zweiten Kanal, und dann schaut doch da mal rauf. So, und ich bin jetzt am Überlegen, noch nicht jetzt, aber in ferner Zukunft oder in naher Zukunft, ob wir noch einen dritten Kanal eröffnen, der denn nur mit der Stickmaschine und der Nähmaschine gemacht wird. Ich habe eine Janome Nähmaschine und eine Braser V3 Limited Edition Stickmaschine. Und ich wollte euch jetzt aber nicht die Braser Stickmaschine erklären oder die Nähmaschine erklären, weil da gibt es ja schon tonnenweise Videos. Ich habe so gedacht, ob ich euch so Projekte zeige, was ich so mit der Stickmaschine mache, also Stickprojekte, ITH heißt ja im Rahmen sticken, oder Handtücher besticken oder also Projekte, nicht wie die Maschine funktioniert, weil ich glaube, da gibt es schon jede Menge Videos und es gibt auch jede Menge Nähvideos und ich bin ja nun nicht ein Profi im Nähen, aber ich habe immer viele coole Ideen mit dem Nähen, was ich so veranstalte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob da Interesse dran besteht von euch Bastlern. Würde mich mal interessieren. Also wie gesagt, das ist noch in den Kinderschuhen. Ich weiß noch nicht genau, ob wir es machen oder nicht. Aber mich würde schon mal interessieren, ob überhaupt Interesse besteht, jedenfalls von den Abonnenten, die jetzt schon da sind. So, jetzt habe ich dazu Ende gebracht. So, wir brauchen natürlich auch mal ein paar Paketband, weil wir ja immer alles verschicken an euch. Dann habe ich mir noch mal Nägel mitgenommen, weil ich das ja auch so mache an meinem Schreibtisch. Und da haue ich ja auch hier überall an den Regalen, haue ich überall mir Nägel rein. Ne? Und da hänge ich dann meine Scheren auf und mein Band auf und dann haue ich so Nägel in die Bretter rein. Ne? Das ist total cool. Dann brauche ich immer nur so greifen, um irgendwas zu holen, wie zum Beispiel auch so die Schere. Die hängt dann da, die ist immer sichtbar. Denn auch hier habe ich zum Beispiel hier so ein spezielles Klebeband, das hängt dann auch da. Und so habe ich so einiges hier an den Regalen hängen. So, dann war im Angebot, mal gucken. Im Wochenangebot waren diese Häuser. Und ich glaube 79 Cent oder so. Also jetzt kriegt man nicht mal das Holz für. Ne? Und deswegen habe ich die drei mitgenommen. Und auch die hatte ich gedacht, weil, guck mal, die Kerze passt da so richtig schön zu, auch dann so aufzustellen und dann Home Sweet Home, dann irgendwas Schönes auf die Kerze geplottet und dann mit diesem Holz. Vielleicht auch noch eine Lichterkette rum. Also da werde ich mir so einiges einfallen lassen. So. Dann, ach, hier ist nochmal Band. Da war dann auch mal nochmal so ein Band mit grün mit weißen Pünktchen. So, und dann haben sie das hier neu. Und ja, da sind jetzt auch diese Scheiben drinne. Die werde ich wahrscheinlich zweckentfremden. Vielleicht für Dingeldangel, dass ich das da so ran mache. Also Armbänder mache ich damit, glaube ich, nicht. Aber ich wollte die Buchstaben haben. Und wenn ich jetzt die Schnullerketten mache, dann kriegen alle meine Puppen, die ich habe, kriegen dann eine Schnullerkette mit deren Namen. Also meine Puppen haben auch alle Namen. Und genau, und dann kommt das da dran. So, und dann habe ich noch diese mitgenommen. Das sind kleine Schmetterlinge. Das sind auch Perlen. Da habe ich gedacht, die passen doch auch zum Schnullerband. Muss mal gucken, sind die auch Gummi? Das Kunststoff auf alle Fälle. Ja, mal gucken. Aber ich fand die so auch ganz niedlich. So, als nächstes habe ich noch diesen Tresor mitgenommen, der ist nämlich auch im Angebot. Ich hoffe, dass man den auch aufkriegt. Hier hinten steht es drauf, natürlich in Englisch. Achso, Warnung, the password cannot be changed. Also das Passwort kann nicht gewechselt werden. Please keep password safely.
Okay, dann denke ich mir mal, dass hier unten wahrscheinlich dann ein Passwort drin ist, wie dieser Tresor zu öffnen ist. Und der wandert rüber in das Büro 2. Und zwar macht Joe da ein Steampunk-Tresor draus. Lotta, Ilonka, alles gut? Komm mal her. Lotta. Hey, nein. Genau. Lotta, nein. Die hören gerade was irgendwie da draußen. So, dann habe ich, und ich bin gespannt, und zwar habe ich mir, also jetzt mal gut hier. So, habe ich mir dieses Tool aus der Heimwerkerabteilung, so ist jetzt alles gut jetzt, ihr Süßen, aus der Heimwerkerabteilung mitgenommen. Und da sind jetzt auch alle möglichen Sachen drin, dass man gravieren kann. Ich hatte das ja mit denen aus der Bastelabteilung, aber naja, das war mir recht als schlecht. Das gefiel mir ja gar nicht. Und da habe ich gedacht, dann probiere ich doch mal so ein etwas besseres Tool aus. Der kostet 19,99 €. Und dafür habe ich die Gläser mitgenommen. Und das machen wir gleich. Da probieren wir das gleich mal aus, ob das funktioniert. So, das war die. So, dann habe ich hier noch eine Tüte. Dann habe ich gesehen, die haben sie neu. Und zwar, es ist ja eigentlich für Hunde, für Leckerlis da drinne. Aber unsere Hunde, ja, da hat sich das immer bis jetzt bewährt, dass das Leckerli nicht unsere Hunde nimmt aus den Sachen, sondern dass die Katzen, gerade Barney findet das total toll. Und da habe ich gedacht, ja, ist zwar ein Hund drauf, aber eine Katze kann damit auch spielen. Und das Ding quietscht auch, glaube ich. Ja? Unten. Unten. Nee, Also irgendwie quietscht das. Ja, da quietscht auch. Ich kann das ja mal hinschmeißen. Mal gucken, ob die Hunde, ob das interessant ist. So, nun ist da so ein Dupsi dran. Das finde ich ja noch gar nicht gut hier. Erstmal operieren hier. Da war nämlich das zweite Teil noch davon drin. So. Mal gucken. So. Wollt ihr mal gucken, was das ist hier? Ja, Lotta hat gleich geguckt, ne? Das ist ja doof. Ist ja, da ist ja gar kein Leckerli drin. Soll ich hier euch mal Leckerli da drin machen? Und wenn das funktioniert, dann kriegt Barney auch noch eins. Balu macht das immer so. Wir haben so ein ganzes Tablet zum Spielen. War auch eigentlich für die Hunde gedacht, aber die Katzen finden das total toll. Und Balu macht das immer so, der setzt sich dahin und wartet, bis Barney das rauspult und frisst das denn. Das ist einer. So, und dann habe ich mir noch diese Untersetzer mitgenommen. Die fand ich ganz toll. Die sind aus Kunstleder. Und die wollte ich beplottern. Ne, ich will ja auch mal ein bisschen plottern. Muss mich damit nur noch mal befassen. Und die wollte ich beplottern. Und oder vielleicht beplottert Jodie auch. Müssen wir mal gucken. Mit irgendwelchen Sprüchen. Und dann hat man ein schönes Geschenk. Dann habe ich noch mitgenommen, und zwar die drei Schalen hier. Ich fand die so niedlich. Die sind ja aus Edelstahl. Und die fand ich eigentlich schön, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel Besuch hat, Frühstücksbesuch kriegen wir ja immer alle 14 Tage. Da können dann so kleine Salate oder sowas rein. Und das so auf dem Tisch finde ich eigentlich ganz schick. Deswegen habe ich mir die noch mitgenommen. Ich glaube, das war's. Ja, dann haben wir. Ach nee, doch nicht. Die habe ich mir noch mitgenommen. Dann habe ich Kopierpapier noch mitgenommen und Kleber. Den braucht Joe ja immer. Und zwar habe ich. Jetzt mal gucken, dass wir das mal so ein bisschen wegdrehen, diese Sticker mitgenommen und ich meint, die sind neu.
So süß. Richtig, richtig süß. Und ich habe ja schon ein paar Mal mit euch so mit diesen Stickern gearbeitet und euch gezeigt, wie toll man diese Sticker in Szene setzen kann. Ne? Genau, das ist einmal der. So, dann ist das dieser hier. Und auf der Seite sind die Seitensachen. Und das, ich fand das Haus so toll hier. Ich muss mal gucken, ob ich den schon habe. Ich weiß das nicht ganz genau. Dann hier fürs Campen. Und die andere Seite. Da fand ich ja voll süß hier diese Schildkröte hier. Und hier unten ist sie noch mal ein bisschen größer. Und das letzte, was ich mitgenommen habe, ist das hier. Da war ich jetzt erst am Überlegen. Aber ich fand das denn toll mit den Zahlen. Ich wollte gerne die Zahlen und hier Happy Birthday. Das fand ich sehr, sehr schön. Und auch gerade ein Fahrrad oder hier Happy Birthday fand ich auch total schön. Und eben halt, dass die Zahlen und die dann zweimal da drauf sind, fand ich gut. Genau, das war mein Action Haul und jetzt baue ich das alles weg. Und dann werden wir gucken, wie das funktioniert mit den Klass. So, Klass steht bereit. Das Ding hat einen Akku, also auch hier ein Kabel, dass man das dann anschließen kann. Ja, man kann das auf mehrere Stufen machen, hoch oder schnell, also schnell und langsam. Dann muss man hier drauf drücken, um diesen Kopf abzumachen, hier diesen Kopf ganz abschrauben, dann das Tool rein. Und dann den Kopf wieder hier drücken und dann mit diesem Ding das festmachen. Also das hat schon richtig was. Hier ist noch extra mal so ein Sicherheitsding. Finde ich total klasse. Fühlt sich richtig wertig an. Ich bin gespannt. Dann sind hier ganz viele Tools bei. Hier polieren und dann sind hier verschiedene Spitzen. Hier kann man zum Beispiel ein Gewinde reinbohren in Holz, finde ich total klasse. Das kann ich mit Sicherheit gebrauchen für die nächsten Projekte, die ich machen will. Hier sind verschiedene Sachen, also zum Schleifen, verschiedene Köpfe. Hier dann nochmal zum Polieren. Hier ist nochmal ein Pinsel. Und hier, das finde ich auch gut, hier ist auch ein kleiner Bohrer, das heißt, ich kann dann auch durchbohren, gerade wenn ich die Sachen gegossen habe, da einmal so durchzubohren, finde ich eigentlich auch ganz gut, ob das funktioniert. Also wollen wir mal schauen. Jetzt habe ich das Klass hier und ich bin am Überlegen, was ich darauf mache. Ich habe auch Schablonen jetzt hier, aber ich muss erst mal gucken, wo ich die hingepackt habe. Mal gucken, ob ich mit so einem Buntstift da drauf. Nee, das wird nichts. Dachte, dass ich damit vielleicht so ein Herz machen kann. Ich mache einfach mal. Ne? Also ich habe ja die Gläser, die kommen nachher bei uns im Schrank. Ich mache einfach mal jetzt. So, dann nehme ich das mal ab. Dann mache ich das an. Und dann gucken wir mal. Natürlich aufpassen auf meine Finger. Da passiert gar nichts. Mach mal etwas schneller. Also ich habe das falsche Tool. Okay, dann machen wir das mal wieder ran, dass ich nicht aus Versehen darauf komme. Das finde ich total gut. So, dann hier einmal raufdrücken. So, festhalten.
wie war denn das? So. Hier mit losmachen. Losdrehen. Abnehmen. Tool abnehmen. Also der ging jetzt nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so eine ist. Probieren wir den mal aus. Aber dann könnt ihr gleich sehen, wie das geht mit dem Raufmachen. So. Dann erstmal drauf machen. So. Mal sehen. Der ist nicht richtig drauf. So. Also drehen, bis ihr das wieder. Hä? So. Ich und Technik. So, man muss das noch ein bisschen weiter rein. So. Also hier ist auch ein Pfeil. Eben hat es funktioniert. So richtig drin. Ja, jetzt geht er. So, ach so. Naja, wenn ich das in der falschen Richtung mache, kann es ja auch nicht funktionieren. Aber der ist locker. Also der ist nicht irgendwie nicht richtig drin. So, also nochmal wieder auf. Kann ich das jetzt hier loslassen? Und dann mal gucken, warum der nicht richtig drin ist. Doch, der war doch. So, welchen hat die? Ach, siehst du, gucke mal, da hängt das noch dran. Dann kann das dir auch nichts werden. So, das muss da drinne bleiben. So, jetzt macht das hier auch Sinn. So. So, bis er einrastet. Und dann hier noch ein bisschen befestigen. So, und schon war es das. Jetzt können wir das wieder ausprobieren. Ich mache jetzt erstmal. Funktioniert der richtig gut. Wow. Doch eine Brille auf. Also ihr solltet auf alle Fälle dann eine Brille aufhaben. Es funktioniert richtig toll. Achso, ausmachen hier unten. Das muss ich mal gucken, aber das kann doch gar nicht durch die Brille da reingekommen sein. Also es sind dann natürlich, ihr müsst dann natürlich gucken, also wir haben die Hunde extra rüber geschickt. So. Aber mega. Wenn das jetzt noch ein schön gemacht ist. Richtig toll. Also das funktioniert mega cool. Macht richtig Spaß. Jetzt hier. Achso, das ist von innen. So, jetzt nochmal da was reinhalten.
Der Weiß ist so ein bisschen schlecht. Gucken hier. So grün reinhalten. Aber mega. Wenn man das jetzt mit Schablonen macht, richtig cool. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Richtig cool. Und wenn man da jetzt eine Schablone macht und dann kann man das auch richtig gut abschleifen. Habe ich ja noch so ein kleines Haken gemacht. Ich will noch mal gucken. Vielleicht mal eine Blume. Zeichnen, das ist ja. Aber gar kein Vergleich mit dem anderen Gerät. Mega cool. Also das wird bei mir bestimmt öfters zum Einsatz kommen. Nicht jetzt unbedingt gravieren, aber ich denke mir mal auf alle Fälle, ihr seht mal hier, ich hoffe, das kann man so erkennen. Guck mal, was für eine schöne Blume ich hier gemacht habe. Und so einfach, richtig toll. Ich bin ganz, ganz begeistert. Das geht wie durch Butter. Wenn man jetzt das Schablone noch aufmacht und dann da was Schönes reingraviert, ne, kann man ja auch einen Namen reingravieren. Also mega, geht richtig, richtig toll. Und ich habe jetzt auch extra ein bisschen dickere Gläser genommen. Ich kann ja noch mal gucken, ob ich meinen Namen schreiben kann. Einmal, wenn wir, das macht richtig Spaß, ihr merkt das schon, ne? Aber ich finde das auch gut mit dem Sicherheitsteil. So, suchen wir mal. So, jetzt habe ich hier vorne das A auch noch mal nachgemacht. So, hier seht ihr das vielleicht. Ich glaube, man kann das gucken. Also das hinten, das A ist auch noch da. Also mega cool, kann ich euch nur sagen. Das ist richtig mega. Also ich bin ganz begeistert davon und ja, das finde ich toll, auch mit dieser Sicherheit, die man machen kann. Ich kann ja hier noch mal kurz hier rein, vielleicht, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Ihr seht mal, ne, Andrea, freihändig geschrieben. Ja, wenn man das jetzt wirklich auch mit Schablone macht, das geht durch das Glas wie Butter. Ich bin also absolut begeistert. Wie gesagt, 19,99 € in der Handwerkerabteilung, wo es die anderen Geräte auch gibt. Und es fühlt sich auch, es liegt sehr gut in der Hand. Es fühlt sich auch wirklich wertig an. Und dann dieses ganze Zubehör, was ich ja natürlich nachher auch richtig gut gebrauchen kann. Hier zum Beispiel, wie ich ja schon sagte, durch die Gießteile, dann Loch durchbohren. Und ja, ich muss noch mal genau gucken, wofür jetzt alles hier ist. Hier sind dann ja auch noch diese Gummidinger. Da kommt dann jetzt hier, das wird da so raufgesteckt. Mache ich mal. Und dann kann ich damit zum Beispiel auch schleifen. Ne, ich kann auch hier mit schleifen. Und ich gehe mal davon aus, dass man diese Teile auch nachbekommt, wenn sie mal irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja, das ist ja jetzt hier
dieser Kopf hier, womit ich das geschliffen habe. Richtig, richtig, richtig toll. Ja, ich bin begeistert und kann ihn euch wirklich empfehlen. Ne? Also ich habe ja den anderen auch ausprobiert, den es da gab in der Bastelabteilung. Und ja, da war ich ja nicht so begeistert von. Aber das Ding finde ich mega cool. Ja, ihr Lieben, das war mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.